diese extrem langen Cutscenes. Und bei dem UFO-Fliegen ist manchmal so ein komisches Knacken im Sound gewesen. Ich weiß nicht, ob das bei euch im Video auch ist, aber das liegt wohl an dem, an der Älte des Spiels oder an dem Alter des Spiels. Ja, jetzt geht's endlich weiter. Jetzt spielen wir den Blauen und gucken uns mal die Hühnchen hier an. Die haben alle sehr viel dran. Gehen wir einfach mal weiter und schauen, was die Hühnchen so machen. Vielleicht machen sie ja gar nichts. Ost. Die nehmen wir doch gleich mal mit. Perfekt. Und weiter geht's. Oh. Diesen Weg hin. Werden natürlich alles anschauen. Kanaldeckel. Den kriegen wir wahrscheinlich noch nicht auf. Nein. Und was auch immer da den kleinen Candy entführt hat, das werden wir später noch sehen. Die ist da. Huhnzilla, okay. Oh, ich liebe kleine Hühnerküken. Verfeinert mit scharfer Schweineplazenta. Ich weiß nicht, wo das gerade passiert ist. Herrlich. Können wir da ganz hinterlaufen? Ja, können wir. Und da hat's gepiept. Hier kann. Warum? Komisch. Auf der Seite schon mal nix. Hier drüben ist. Geht auf jeden Fall noch ein Stück. Hier ist nix. Kommen dahinter. Sieht so aus. Ah, jetzt sind wir einmal drum rumgelaufen. Na, spitze. Dann schauen wir mal, was Mutti da weggerissen hat. Oder Huhnzilla. Also die Kanaldeckel natürlich, aber was da drunter ist. Meinst du, das ist der Zeitpunkt, um Faxen zu machen? Ah, Candy ist auch wieder da. Wunderbar. Gentlemen.
Tandy, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du einen hübschen Hintern hast? Okay, pass auf, du kleine Ratte, wir teilen uns auf. Ich gehe nach links und du hältst dich rechts. Ich bin die, die nach links geht. Das ist natürlich ein Argument, gegen das ich nicht ankomme. So, jetzt sind wir wohl innerhalb von dieser Fabrik oder was das ist. Verdammt viele Cutscenes hat das Spiel, muss ich sagen. Und gleich die nächste. Oh. Hä? Es riecht nach Mist. Es ist Mist. Das gibt's doch nicht. Überall ist Mist. Ja, überall ist Mist. Mitnehmen kann man nichts. Da lang gehen kann man auch nicht mehr. Dann gehen wir doch mal zur Tür. Das heißt, die aufmachen, nicht klopfen. Das ist eine Art Liebesnest. Wer mag denn hier wohl wohnen? Ich glaube, das kann ich beantworten. Hallöchen, kleines Luder. Ich bin Nelson. Und wie heißt du? Gefällt es dir hier? Das ist meine Junggesellenschaukel. Und das da drüben ist mein Bett. Und du, mein Schätzchen, wirst dich nun darauf legen und da neben dem Bett siehst du eine Videokamera. Mit der werde ich dich filmen, wie du Gymnastikübungen machst. Ja, hat ja genau den richtigen erwischt. Aber ich wollte ihn mitnehmen. Dann halt nicht. Mann, 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 Mann. Ach. Ach, herrlich. Hier lang, da lang. Schalter. Speichern. Schalter. Diese Motivation. Das sieht gut aus. Da lang. Zum nächsten Raum erstmal gehen. Oh, ein Hündchen. Die Musik passt super dazu. Tja, das war wohl nicht die richtige Entscheidung. Gucken wir uns erstmal hier um, was noch so los ist.
Spiel zu erkunden. Laufsteg. Ja, ich laufe da drüber. Das wird wohl nicht. Nein, ist nur ein Büro. Schade. Hätte ich jetzt gerne mitgenommen. Von diesen hübschen Skulpturen. Yummy. Gehen wir da hoch. Das geplant. Andere Richtung. Warum sind denn hier überall Aufzüge? Da fährt meiner nach unten? Das gibt's ja gar nicht. Ihn doch einfach. Zurückgehen. Da komme ich nicht vorbei. Was ist denn hier? Nichts. Tja. Immer nach oben. Mal gucken. Sieht nach nichts aus. Da lang. Sieht immer noch nach nichts aus. Gehen wir hier vor. Und da ist Sackgasse. Tja, tja. Aufzug von vorhin, oder? Ja. Da fahren wir doch direkt wieder nach unten. Vielleicht kann man ja den Amboss oben anstatt von dem Hammer draufstellen. Mal gucken. Gehen wir nach oben als erstes.